Prismatische Werkstücke, Übungsteil 5, Spannstück. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wie dieses Spannstück im Creo entsteht oder einen möglichen Weg. Zuerst wird diese Skizze gezeichnet. Hier handelt es sich um diese Skizze in den Abmessungen 50 mal 55. Danach wollen wir diesen Block extrudieren. Als nächstes zeichnen wir hier diesen Ausschnitt. Abmessungen 35 mal 10. Wir wollen hier wieder einen Block extrudieren und dabei Material entfernen. Der nächste Schritt wird hier sein, diesen Ausschnitt zu erzeugen und wieder Material dabei entfernt. Nächster Schritt ist das Anheften dieses Körpers hier hinten. Wieder die Skizze mit 15 mm auskragen und extrudieren bis nach hinten. Dann wollen wir diesen Ausschnitt hier erzeugen. Wieder durchextrudieren und dann fehlt uns noch hier dieses Langloch. Als letzten Schritt die Skizze und Material entfernen beim Extrudieren und fertig ist das Werkstück. Nach dem Start von Creo wechseln wir unser Arbeitsverzeichnis. Sie erzeugen ein neues Arbeitsverzeichnis. Übung 5 unterstrich Spannstueck. Rechte Maustaste, einen neuen Ordner erzeugen. Übung 5 Spannstück und mit OK bestätigen. Ich wechsle hier in mein Arbeitsverzeichnis. Wir beginnen einen neuen Teil. Mit Neu, einen Pauteil 12A01 10.005 unterstrich Spannstück mit UE geschrieben. Wir verwenden natürlich die Standardschablone. Wir beginnen mit einer Skizze in die vorne Ebene. Bestätigen die Skizze, rechte Maustaste, Eckenrechteck zeichnen. Wir setzen im Koordinatenursprung an, ziehen das Rechteck nach links oben, bestätigen mit der mittleren Maustaste, Doppelklick auf die Maßzahl. Die Breite ist 35 plus 20 mm. Sie können hier auch ganz normale Additionen, Subtraktionen, Divisionen und dergleichen eingeben. Höhe ist 50 mm. Das Ganze in den Bildschirm einpassen, mit der rechten Maustaste und OK bestätigen. Wir wollen nun diese Skizze extrudieren. Wir erzeugen ein Profil. Das Besondere ist hier, vorne soll unsere Symmetrieebene sein. Wir schalten also hier um auf symmetrisch oder am Ziehhändel rechte Maustaste symmetrisch bei einer Dicke von 60 mm mittlere Maustaste bestätigt. Wir erzeugen wieder eine Skizze. Wir verwenden die vorigen Skizzierreferenzen. Wir wollen nun diese Kante noch als Referenz selektieren bzw. die Ebene wieder. Achten Sie darauf, dass Sie hier die Fläche selektieren als Referenz. Rechte Maustaste, Eckenrechteck. Wir setzen unser Rechteck links unten an, ziehen es nach rechts oben. Doppelklick 10 mm Höhe, Doppelklick 35 mm Breite. Mit dem Häkchen oder rechte Maustaste OK bestätigen. Wir haben jetzt hier in der Mitte wieder unser Rechteck gezeichnet, wollen diese Skizze über Profil wieder extrudieren, dabei Material entfernen, also wir klicken auf Material entfernen. Wenn Sie das hier herausziehen, sehen Sie schon, wie das jetzt on the fly hier ausschauen wird. Rechte Maustaste auf den Ziehhändel durch bis, ich möchte bis zu
dieser Ebene extrudieren. Sie sehen, jetzt haben wir aber nur von der Mittenebene hier auf die rechte Seite. Über Optionen schalten wir um auf die zweite Seite. Und auch die zweite Seite ist durch und bis hier zu dieser gegenüberliegenden Fläche. Mittlere Maustaste bestätigt. Mal zwischendurch abspeichern. Mittlere Maustaste bestätigt. Ich drehe mir das jetzt wieder hier in die Standardorientierung. Aber wir wollen jetzt hier oben noch den oberen Ausschnitt hinzufügen. Ich mache jetzt gleich ein Profil mit einer internen Skizze. Also ich habe die Möglichkeit, eine externe Skizze zu zeichnen, so wie hier. Das sind alles externe Skizzen. Die werden in das Profil hineinkopiert und steuern tut letztendlich diese externe Skizze. Das gleiche funktioniert aber auch intern. Ich zeichne also gleich ein Profil. Rechte Maustaste, ich möchte eine interne Skizze definieren und jetzt geht es ganz normal wieder weiter. Wir wollen die vorigen Skizzierreferenzen verwenden. Wir wollen nun diese und diese Fläche als Referenz selektieren. Rechte Maustaste, Referenz, linke und obere Fläche. Bitte hier darauf achten, dass wir die Flächen selektieren. Sollten Sie Kanten selektieren, bitte löschen. Einfach zur Seite drehen und hier können Sie dann besser diese Flächen selektieren. Wieder in die Skizzenorientierung zurückdrehen. Rechte Maustaste, Ecken, Rechteck. Nach rechts unten gezogen. Wir haben jetzt hier nicht die Höhe von oben, sondern wir wollen über Bemaßung, rechte Maustaste, Bemaßung, hier dieses Maß definieren mit 10 mm und die Breite 40 mm. Häkchen bestätigt. Sie sehen, es wird sofort das Profil aufgespannt. Rechte Maustaste, Material entfernen. Sie sehen hier wieder bis zu dieser Fläche, also am Ziehhändel durch bis. Und unter Optionen finden wir die zweite Seite, auch hier wieder durch bis. Und wir wählen diese dahinterliegende Ebene. Mittlere Maustaste bestätigt, abspeichern. So, wir wollen nun hinten dieses Dreieck skizzieren und diesen Körper noch bis nach hinten hier extrudieren. Hoppala, bis hier nach hinten extrudieren. Ich zeichne jetzt wieder ein Profil mit interner Skizze. Nun zeichne ich aber auf diese Bauteilfläche, damit Sie auch sehen, dass man nicht nur auf Referenzen zeichnen kann, sondern auf ganz normalen Bauteilflächen. Ich selektiere die Fläche. Als Referenz brauchen wir hier oben diese Bauteilebene mit Referenz einfach selektieren. Rechte Maustaste Linienkette. Ich beginne hier links in dem Punkt, lasse ich mich wieder andocken. Nach rechts immer mit der linken Maustaste absetzen. Nach unten wieder andocken im Ursprungspunkt und nach oben schließen. Mit der mittleren Maustaste kann ich diesen Linienzug abschließen. Noch einmal mittlere Maustaste bestätigt und beende die Skizze. Doppelklick auf das Maß 15 mm, rechte Maustaste mit OK bestätigen. So, die Richtung auf dem Pfeil einfach umkehren oder hier oben umkehren. Entschuldigung, hier sind wir. Und die Tiefe ist jetzt nicht durch ein Maß begrenzt, sondern das muss bis zu dieser Ebene hier laufen. Also rechte Maustaste auf den Ziehhändel bis Auswahl. Bis zu dieser Fläche. Sie sehen, es ist jetzt kein Maß, das das steuert, sondern diese Fläche steuert. Jetzt wollen wir noch diesen Ausschnitt hier einfügen. Dazu zeichne ich jetzt wieder eine externe Skizze. Ich zeichne sie in die Obenebene, also ich selektiere die Obenebene und über Skizze gelange ich in den Skizzierer. Rechte Maustaste, Referenz. Ich möchte diese Kante hier als Referenz, das ist jetzt eine Kante. Sollten Sie die Kante nicht erwischen, weil er Ihnen eine Fläche anwählt, einmal kurz mit der rechten Maustaste hinklicken, dann wechselt er auf die Kante und Sie können hier diese Kante selektieren als Referenz. Dieser Ausschnitt soll symmetrisch sein um die Mitte, also rechte Maustaste, Konstruktionsmittellinie genau auf die Referenz.
drauflegen. Rechte Maustaste Eckenrechteck zeichnen. Ich beginne hier oben links, zeichne das nach unten und achte jetzt während der Konstruktion darauf, dass er mir diese Symbole der Symmetrie bringt, und wenn er sie anzeigt, dann wird dieses Rechteck von vornherein bereits symmetrisch erzeugt und ich brauche nachträglich nichts mehr ändern. 30 mm ist der Abstand, Häkchen, wir verlassen die Skizze. Wir wollen ein Profil erzeugen, wir wollen Material entfernen, wie weit? Bis zu dieser oberen Ebene, also wieder am Ziehhändel rechte Maustaste durch bis zu dieser Ebene, mittlere Maustaste bestätigt. Bleibt noch das Langloch, wir erzeugen wieder eine Skizze, diesmal wollen wir hier in diese Bauteilebene hineinzeichnen. Wir selektieren die Bauteilebene und über Skizze gelangen wir in den Skizzierer. Wir verwenden nun das Langloch aus der Skizzierpalette. Das finden Sie hier oben. Das ist die Skizzierpalette. Hier gibt es einige vorgefertigte Formen. Einen Klick auf die Skizzierpalette. Ich möchte es bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, möglicherweise verwenden Sie noch eine Bibliothek, bei der es mitunter hier zu Fehlermeldungen kommt. Ich werde in absehbarer Zeit ein Update herausbringen, was diese Bibliothek anbelangt. Sollten Sie diese Fehlermeldungen bekommen, bitte einfach mit OK bestätigen, solange bis sich diese Skizzierpalette öffnet. Wir wechseln nun auf das Register Formen. Hier finden Sie die Rennbahn. Einfach mit der linken Maustaste gedrückt halten und herausziehen. Hier oben haben Sie die Möglichkeit, nun einen Winkel einzustellen, eine Größe einzugeben und dergleichen. Ich würde das jetzt einfach so belassen, wie es ist. Und wir werden das nachträglich definieren, mit dem Häkchen einfach bestätigen. So, was wollen wir jetzt tun? Wir wollen, dass dieser Punkt genau auf der Vorne-Referenz drauf liegt. Also, entweder können wir nun hier mit Punkt auf Element oder auch mit gedrückt gehaltener Steuerungstaste wählen Sie den Punkt, wählen Sie die Vorne-Ebene. Na, wir werden sie vorher als Referenz angeben. Rechte Maustaste Referenz. Die vorne Ebene als Referenz selektieren. So, jetzt wollen wir das noch einmal. Punkt, gedrückt gehaltene Steuerungstaste und die Referenz, rechte Maustaste zusammenfallen. So, jetzt brauchen wir noch das Maß von vorne, also die Maßung erzeugen. Hoppala. Bemaßung. Von diesem Radius einfach den Radius selektieren und diese Körperkante, mittlere Taste setzt ab. Wir haben hier das Maß 8. Das ist jetzt ein bisschen anders, bemaße ich das, als es in der Zeichnung angegeben ist. Das Langloch ist 22 mm lang und hat 12 mm in der Breite. Rechte Maustaste mit OK bestätigen und einen letzten Profilkörper, rechte Maustaste, Material entfernen. Wir drehen das Ganze um und können jetzt da zum Beispiel auch durch alle selektieren. Bei einfachen Bauteilen kein Problem, bei sehr komplexen Bauteilen würde ich dieses durch alle nicht verwenden, sondern gezielt Ebenen angeben. Aber damit Sie auch sehen, dass das genauso funktioniert, wählen wir hier durch alle und der Bauteil ist soweit fertig modelliert. Speichern. Und wir beginnen dann mit der Zeichnungserstellung, beziehungsweise können wir jetzt gleich, bevor wir mit der Zeichnung beginnen, unsere Parameter befüllen. Über Modellansicht und Parameter wechseln wir zu den Parametern und befüllen gleich die Werte für unser Schriftfeld. Benennung Spannstück. Werkstoff müssen wir noch zuweisen. Die Norm des Halbzeuges ist ein, wir verwenden einen Quadratstahl EN10278. Das Zuschnittmaß sei 60 mal 75. Der Ersteller, geben Sie Ihren Namen ein. Erstelldatum, das Datum im vorgegebenen Format. Herstellverfahren ist eine spannende Bearbeitung. Jahrgang. Begutachter,
tragen Sie hier Ihren Lehrer ein. Norm Allgemeintoleranz ISO 2768 klein m groß k. Angabe der Oberflächen nach ISO 13.02. Dann tragen wir noch hier ein die ISO 11.01, damit Sie das auch gleich gewohnt werden. Das ist die Angabe der Form- und Lagetoleranzen. Dokumentenart ist eine Fertigungszeichnung. Und mit OK bestätigen wir. Wir wollen nun über Datei vorbereiten, die Modelleigenschaften ändern, sprich das Material zuweisen. Upsa. Über Ändern, Stahl und legierter Baustahl und laut Angabe E295 rechte Maustaste zuweisen mit OK bestätigen und OK bestätigt mit Schließen. Verlassen wir die Modelleigenschaften und über Regenerieren wird einmal regeneriert und dabei diese Werte auch eingetragen. Einmal bitte abspeichern. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit der Zeichnungserstellung. Wir wollen nun die Zeichnung Übungsteil 5 prismatische Werkstücke Spannstück erzeugen. Sollten Sie den Teil noch nicht geöffnet haben, wechseln Sie das Arbeitsverzeichnis in Übung 5 Spannstück und daraus öffnen Sie das Bauteil 12a. 01 10005, das Spannstück. Von unserem Spannstück wollen wir jetzt eine Zeichnung erzeugen. Wir beginnen zum Beispiel erstmal über die Variante neu hier oben. Eine neue Zeichnung. 12A01 10005 Spannstück. Dasselbe Name wie der Bauteil. Leer mit Formatierung. Und durchsuchen und wählen A4 Fertigung als Formatvorlage mit OK bestätigen. Die Zeichnung, der Rahmen wird geöffnet. Wenn Sie gleich das Schriftfeld sich näher anschauen, ist alles vollständig ausgefüllt. Hier wäre noch die Möglichkeit der Zusatzbenennung. Diesen Parameter haben wir noch nicht befüllt, ist nicht notwendig. Und hier wäre noch Gussschweiß-Allgemeintoleranz für diesen Bauteil auch nicht notwendig. Der Rest ist vollständig befüllt. Wir können uns also bereits auf die Zeichnung stürzen. Achten Sie darauf, dass Sie im Register Layout sind. Ich arbeite hauptsächlich über das Kontextmenü der rechten Maustaste. Rechte Maustaste, Basisansicht einfügen, kein kombinierter Zustand. Okay, wohin möchte ich die Zeichnungsansicht haben? Hierher, einfach mit der linken Maustaste absetzen. Wir wählen nun hier beim Modell Ansichtsnamen vorne mit OK bestätigen. Das ist laut Angabe unser Aufriss. Wir wollen hier jetzt einmal die Ebenen ausblenden. Selektieren Sie den Aufriss, rechts daneben rechte Maustaste Projektionsansicht einfügen. Sie selektieren wieder den Aufriss, darunter rechte Maustaste Projektionsansicht einfügen. Wir wollen nun auch hier eine 3D-Ansicht einfügen. Dazu wechseln wir über das Fenster, über das Menüfenster in unser Spannstück. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie eine eigene Ansicht hier definieren können. Drehen Sie sich den Bauteil in eine Lage, die Sie gerne abbilden würden. Danach wählen wir den Ansichtsmanager. Hier das Register orientieren und erzeugen eine neue Ansicht. Der Name der Ansicht sei 3D-DRW, sprich die 3D-Ansicht für die Zeichnung. Mit Enter bestätigen Sie diesen Zustand. Das heißt, dieser Zustand, so wie er jetzt hier ist, wird abgespeichert. Schließen Sie. Wir können nun hier unter abgespeicherte Ansichten uns das anschauen. Drehen Sie zum Beispiel nach hinten und dann in Ihre 3D-DRW, die Sie gerade erzeugt haben. Gleich abspeichern, dass dieser Zustand auch gespeichert ist. Wir wechseln über Fenster wieder in die Zeichnung. Wollen hier eine neue Basisansicht definieren. Rechte Maustaste Basisansicht einfügen. Kein kombinierter Zustand mit der linken Maustaste. Einfach sagen, hierher
möchte ich meine Ansicht haben. Nun einen Doppelklick auf 3D-DRW, wenn Sie mit der Maus ein bisschen hin und her scrollen, wird diese Ansicht auch dann gleich aufgebaut. Wir wollen noch den Maßstab dieser 3D-Ansicht ändern, also auf Maßstab. Hier angepasster Maßstab, ich weise jetzt noch einmal darauf hin, dieser angepasste Maßstab gilt ausschließlich für solche 3D-Ansichten und für Detailansichten. Der Rest wird über den Standardmaßstab eingebaut und der Standardmaßstab wird hier unten angegeben, der steuert den ganzen Blattmaßstab. Ich gebe hier mal 1:2 ein, über Anwenden wird das dann gleich einmal durchgeführt und bei Ansichtsdarstellung wechsle ich noch auf Schattierung mit Kanten und mit OK bestätigen, hier ein bisschen nach rechts unten schieben, 1:2 selektieren und mit Entfernen löschen. So, wir haben gesagt, wir wollen auch verdeckte Kanten hier einzeichnen. Wir selektieren mit gedrückt gehaltener Steuerungstaste alle drei Ansichten, rechte Maustaste Eigenschaften. Sie sehen, es gibt jetzt nur mehr ein paar Dinge, die man für alle gemeinsamen Ansichten hier definieren kann, zum Beispiel eben den Darstellungsstil. Ich möchte hier umschalten auf verdeckte Kanten mit OK bestätigen. Sie sehen hier die verdeckten Kanten, zwar nicht normgerecht dargestellt, ist auch hier in dieser Ansicht nicht so wichtig. Hauptsache, es wird dann bei der beim Zeichnungsausdruck richtig dargestellt und das wird es dann. Das sehen wir dann beim Zeichnungsausdruck. Was ich jetzt hier noch möchte, ist eine Symmetrie hier und eine Symmetrie hier. Das mache ich am einfachsten, indem ich Achsen hier bei den Zylindern einfüge. Dazu wechseln wir wieder über das Menü Fenster in das Spannstück und über Achsen erzeugen erzeuge ich jetzt eine Achse und wähle diesen Zylindermantel. Er erzeugt mir im Zentrum des Zylindermantels seine Achse mit OK bestätigen. Können hier auch die Achsen einblenden. Erzeugen wir gleich die zweite auch. Über Achse den Zylindermantel selektieren und mit OK bestätigen. Gleich wieder zwischendurch abspeichern. Wir wechseln in das Spannstück. Solche Achsen sind Elemente, die gleich wie die Maße gezeigt werden können. Wir wechseln in das Register Anmerkungen erstellen. Und hier verwenden wir nun das Modellanmerkungen zeigen für Achsen und für Maße. Das heißt, wir werden jetzt alle Maße einfach anzeigen lassen. Das sind jene Maße, die wir für die Skizzen alle verwendet haben. Und wir wollen die Achsen anzeigen lassen. Wie funktioniert das? Sie selektieren auf Modellanmerkungen zeigen. Achten Sie bitte zuvor, dass nichts ausgewählt ist. Wir schalten hier um auf Achsen zeigen. Und jetzt selektiere ich entweder eine Ansicht, einen Körper, ein Konstruktionselement, je nachdem. In unserem Fall wähle ich einfach die Ansicht. Es werden jetzt alle Achsen dieser Ansicht erzeugt. Das sind in unserem Fall ja eh nur zwei. Ich belasse diese zwei einfach, bestätige mit OK. Und jetzt nehme ich die linke Achse zum Beispiel und kann an diesen Ziehhandles diese Achse verlängern und sie sozusagen symbolisch für meine Symmetrieachse. Hier oben können wir jetzt einmal die Darstellung der Achsen im Sinne von A1, A2 mal ausblenden. Dasselbe machen wir jetzt hier im Seitenriss. Wieder Modellanmerkungen zeigen. Ich möchte Achsen zeigen, alle Achsen dieser Ansicht. Da müssen Sie so die Ansichtsumrandung finden. Dann zeigt er alle Achsen an. Jetzt liegen hier zwei Achsen quasi hintereinander. Da können wir uns eine ausschalten. Mit OK bestätigen und am Ziehhandel wieder auseinanderziehen und die Symmetrielinie erzeugen. Wir wollen nun die Bemaßungen noch zeigen, wechseln also wieder auf Modellanmerkungen zeigen. Hier jetzt wollen wir Maße zeigen und wir beginnen hier im Aufriss. Das heißt, ich wähle einmal den Aufriss, wähle den Seitenriss, wähle noch den Grundriss. Grundriss zeigt jetzt nichts mehr an, weil bereits alle Maße im Aufriss und im Seitenriss dargestellt wurden. Das heißt, alles, was er sinnvollerweise im Aufriss nicht darstellen kann, erzeugt er dann in einer anderen Ansicht. Wir müssen jetzt nur die Elemente noch richtig zuordnen. Das soll heißen, das Maß 40
Hier oben ist okay. Das Maß 15 können wir hier nicht brauchen. Wir selektieren das Maß, rechte Maustaste und Element in Ansicht bewegen. Das heißt, ich bewege es in eine andere Ansicht. Und zwar in diese hier herunten. Einfach draufklicken und das Maß wird hier herunten angezeigt. 8 und 22 für das Langloch brauche ich auch nicht im Aufriss. Rechte Maustaste Elemente in Ansicht bewegen, in den Grundriss bewegen. Das Maß 12 und das Maß 30 hier im Seitenriss ebenfalls markieren mit gedrückt gehaltener Steuerungstaste. Rechte Maustaste und Element in Ansicht bewegen in den Grundriss. Die restlichen Maße sollten passen. Wir selektieren alle drei Ansichten mit gedrückt gehaltener Steuerungstaste. Rechte Maustaste Bemaßungen ordnen. Wir wollen Versatz 10 mm und das Inkrement ist 8 mm von der Ansichtsumrahmung mit Einrastlinien erzeugen. Anwenden und schließen. So, jetzt wollen wir die Ansicht ein bisschen nach rechts schieben. Den Aufriss auch noch ein bisschen nach rechts. Da werden wir jetzt noch ein bisschen was ändern. Und zwar, wir selektieren das Maß 10, rechte Maustaste und sagen Pfeile umschalten. Dann werden die Pfeile nach innen geklappt. Das Maß 40 selektieren und hier links unten wollen wir die Maßhilfslinie verlängern. Einfach festhalten und nach unten ziehen. Maß 35 selektieren, links die Maßhilfslinie nehmen und nach oben ziehen. Das Maß 10 nehmen wir vielleicht überhaupt und schieben es hier in den Bauteil herein. Wieder rechte Maustaste und Pfeile umschalten. Und das Maß 50 ziehen wir vielleicht hier nach rechts herüber. Lassen wir es an der Einrastlinie einrasten. Und vom Maß 50 müssen wir jetzt hier unten diese Maßhilfslinie jetzt nehmen und noch verkürzen. So, eine technische Zeichnung hier produzieren. Aufriss ist in Ordnung. Schauen wir uns den Grundriss an. Maß 30 ist in Ordnung. Das Maß 15 nehmen und schieben wir es auch hier in den Bauteil hinein. Auch diese Maßhilfslinie am Ende nehmen und nach oben ziehen. Maß 30 ist in Ordnung. 8 und 22 sind in Ordnung, wobei wir 22 auch hier nach oben schieben können. Immer schön an den Einrastlinien hier einrasten lassen. So, somit sollte unser Bauteil eigentlich vollständig bemaßt sein, weil wir alle Maße, die wir zur Konstruktion gebraucht haben, hier jetzt einfach nur anzeigen lassen. Verdeckte Kanten sind eingetragen, vollständig bemaßt. Es fehlen natürlich hier vielleicht jetzt noch Toleranzen, Oberflächenangaben etc. Aber für diesen Schritt, für diesen einfachen ersten Schritt, Grund auf Seitenriss und einfache Bemaßung und wichtig, vollständig ausgefülltes Schriftfeld. Wobei hier ich noch einmal darauf hinweisen möchte, wir wählen hier oder wir tragen hier keine Texte als solches in das Schriftfeld ein, sondern hier werden Parameter aus dem 3D-Modell übernommen und dargestellt.